Ja, da bin ich jetzt doch froh, dass ich mein getuntes Auto habe. Wenn ich jetzt mit so einer normalen Karre hier rumfahren würde... Oh, scheiße. Na gut, biegen wir halt da ab. Dann würde ich halt echt ein bisschen mehr Zeit verlieren. Beziehungsweise mehr Zeit brauchen. So. Los, lass dich warnen. Pass doch auf, du Rüpel. Nee, nee, ich bin kein Rüpel. Hör mal, ich hab dich gerade gewarnt. Kannst du mal ein bisschen freundlicher sein? Ich kann dir auch eine Granate irgendwo reinschieben, ja? Wenn du Spaß dran hast. Musst du mir nur sagen. Ich bin Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Da kannst du deine Granaten haben, wenn du willst, ne? So. Und den letzten noch, ja, da haben wir noch die Hälfte Zeit, über die Hälfte, ja, also wenn das nichts wird. Aber ich könnte mir ja vorstellen, dass es beim letzten jetzt wieder Probleme gibt und ich dann erstmal wieder ein bisschen ballern muss. Wäre natürlich doof, aber es kann alles passieren, ne? Die Bullen brauchen wir jetzt echt nicht. Aber die sind so lahm, die können mir echt gar nichts. Oh, ein kleiner Ruckler war das. Ui, 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 ui. Kann es sein, dass meine Festplatte voll wird? Ah, kann sein. Oh ja, ich mach mal kurzen Aufnahmestopp. Okay, Leute, ich weiß, woran es lag, ne? Ich nehme ja Fraps auf einer zweiten Festplatte auf und da habe ich gleichzeitig eine Datensicherung am Laufen von meinen Dokumenten und Bildern und Fotos und so. Täglich um 17 Uhr sichert der meine Daten. Es ist jetzt genau 17 Uhr und jetzt ist die Datensicherung angelaufen. Und es ist natürlich scheiße, wenn ich gerade mit Fraps auf diese Festplatte aufnehme, weil das ja schon eine wahnsinnige Datenlast ist, die da auf der Festplatte lastet. Und wenn jetzt natürlich noch die Datensicherung dazukommt, dann kommt die einfach mit dem Schreiben nicht mehr hinterher. Ich habe jetzt die Datensicherung abgebrochen und jetzt dürfte es eigentlich wieder laufen. Schauen wir mal. Ja, das läuft wieder. Jetzt habe ich natürlich nur die Bullen gerade hinter mir, aber... Oh, jetzt bin ich dran vorbeigefahren. Einmal einen U-Turn. Oh, 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 das hätte jetzt auch schief gehen können. Ja, es läuft ja wieder flüssig. Das lag echt nur an der Datensicherung. Oh, 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 oh. Ich muss mal eben in die sichere Zone, Jungs. Ich muss mal kurz weg. Lasst mich in Ruhe. Ha, da sind die Bullen jetzt nicht hinterhergekommen. Die sind so schlecht. Oh, das wäre echt wieder so ein heftiger... Wenn ich da reingefahren wäre, wäre ich tot gewesen. Ganz klare Sache. Und die Mission wäre wieder im Arsch. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. So. Wo ist denn die scheiß sichere Zone? Ist die so weit weg? Ist ja heftig. Normal ist sie doch eigentlich immer neben der Mission. Aber, naja. Scheiße, das kann jetzt... Oh, 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 oh. Der hat einen Kollegen drin. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, 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 ist schon recht. Scheiße, ich sterbe. Ja, war klar. War doch klar. Ich meine, das ist doch assi, ganz ehrlich. Die kleben an dir dran und der eine hängt sich aus dem Fenster und schießt. Das ist echt eine assi-Sache, ganz ehrlich. Muss ich sagen. Ah, scheiße, Mann, jetzt ist meine Karre nicht mal mehr da. Oh nein. Ja, scheiße. Ja, das kannst du doch direkt vergessen jetzt. Wisst ihr was? Ich mach das eben, ich hol mir eben, ich mach einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das wiederholt habe. Das müsst ihr euch ja jetzt nicht wieder anschauen, ne?
So, ich muss jetzt nur noch in die sichere Zone und mein Auto ist schon wieder fast kaputt. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss davor. Ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe, diesmal vielleicht auch ohne Polizeiverfolgung und alles Mögliche. Weil ich habe es jetzt gerade schon wieder zweimal verkackt, offscreen, also nicht in der Aufnahme. Ja, ich hoffe, ich schaffe es jetzt. Also von der Zeit her dürfte es gehen, aber ich darf jetzt halt echt mit den Bullen keine Probleme mehr kriegen. Und mein Auto sollte auch nicht kaputt gehen. Jetzt ist mir auch während der Fahrt zweimal der Tank ausgegangen. Ich habe also vorher noch getankt. Ja, es ist also schon ein ziemlicher Stress, das alles rechtzeitig zu schaffen. Naja, was willst du machen? Ich will mich ja... Ja, genau das meinte ich. Sowas muss nämlich nicht unbedingt immer passieren. Denn das geht alles auf Kosten meiner Zeit. So. Wo hängst denn, verdammt? Ihr macht's mir aber auch echt schwer. Jungs. Ich muss es jetzt packen. Ah, da ist es ja. Oh, zum Glück. Dann haben wir es ja geschafft. Oh, so ein Glück. Zack. Und geschafft. Weiter geht's. So. Beginne deine nächste Mission. Ich hätte da oben noch was. Charlies Auto. Sollen wir die noch machen? Ich würde sagen, wir machen noch eine Mission. Charlies Auto machen wir noch. Vorher gehen wir aber erstmal die Karre reparieren. Die sind nämlich schon wieder fast Schrott. So. Und dann machen wir die eine Mission noch und dann ist auch gut für heute. Oh, dann darf ich erstmal wieder rendern. Das wird wieder heftig. Oh, das dauert immer so lange. Heftig, heftig, heftig. Naja, was tut man nicht alles für 4K auf YouTube? Ne, damit es gescheit aussieht und nicht so scheiße. Da kann man schon mal ein bisschen Zeit opfern. Wofür hat man denn sonst den PC, wenn man nicht benutzt? Das ist ja auch irgendwie bekloppt. Deswegen ist das schon gut so. So. Einmal zum Charlies Auto. Mal gucken, was das für eine Mission ist. Ich hoffentlich ist es was Leichtes. Ich will das jetzt nicht noch fünfmal versuchen müssen oder so. Und die andere schwere Mission da, die Waffenschieberei, das gucken wir uns dann in der nächsten Session an. Da werde ich mich vorher aber mal ein bisschen informieren müssen, wie man das am besten macht, weil... Also ich sterbe da immer nur. Kannst du machen, was du willst. Denke ich mal. So... Uiuiui, das war knapp. Da hätte man fast einen Strafzettel bekommen. Aber auch nur fast. So, Charlies Auto. Joe, ich kann dir gar nicht genug danken. Meine Freunde und ich, wir stehen in deiner Schuld. Aber es gibt immer noch ein kleines Problem. Meine Freunde haben sich für ihr Ding einen Wagen von Charlie geliehen. Der Wagen muss wieder zu Charlie zurück, aber nicht, wenn die Cops danach suchen. Kannst du mir da helfen? Soll dein Schaden nicht sein. Bring das Auto zurück zu Charlie, aber legalisiere es unbedingt. Okay, ja, das kriegen wir hin. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich habe natürlich wieder ein Zeitlimit. Ja, natürlich. Ich mag Zeitlimits nicht, weil die versetzen mich immer in so einen Stressfaktor. Da kriege ich dann gar nichts mehr hin. Da bin ich immer am Ausrasten. So, wie schnell dürfen wir eigentlich offiziell? Ja, ganz toll. Ganz toll. Also, wenn wir das Auto geklaut haben, direkt mal in die Werkstatt, dann dürfte das eigentlich passen. Mamma mia. Mamma mia. Okay. Ich sehe schon, die sind gerade böse. So. Gangster.
Oh oh. Ja, Bullen und Gangster und alles ist da. Das ist nicht gut. Oi, 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 oi. Die sind aber heftig drauf hier, muss ich schon sagen. Heftige Sache. Wo ist denn die nächste? Oh, scheiße, die ist erst da. Ja, müssen wir schaffen. Müssen wir schaffen, Leute. Oh Gott, ich habe Verfolger. Das ist gar nicht gut. Ich habe böse Verfolger. Dann müsste ich vielleicht mal zwischendurch aussteigen. Die Bullen, die sind nämlich auch nicht gerade die besten Freunde, die wir gerade haben könnten. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Ich müsste irgendwie in die Garage kommen. Beziehungsweise in die Werkstatt, um das Ganze zu legalisieren. Das Auto ist nice. Das ist richtig nice. Heftig. Wir biegen hier mal kurz da ab, damit wir die Bullen, den Bullen entgehen. Ich glaube, ich war gar nicht so doof. Das Auto würde ich gerne haben. Also hier im Spiel. Oh, nee. Okay, das war knapp. Aber sie haben mich nicht gesehen. Können wir schnell legalisieren. So. Die muss ich mir erst zum Hals schaffen. Die muss ich erst loswerden. Die muss ich mir erst zum Hals schaffen. Die muss ich erst loswerden. Gangster sind hinter mir her. Ah, du Junge, Junge, Junge. Scheiße! Das war jetzt gar nicht gut, dass ich hier immer noch die Gangster hinter mir hab. Die muss ich mir erst vom Hals schaffen. Die muss ich erst loswerden. Die sind doch vom Hals, Junge. Mach mich jetzt bitte nicht schwach. Verdammt! Komm schon. Ja, natürlich. Es war klar, dass der jetzt meint, auch noch was melden zu müssen. Mist. So, was ist mit dem mit die Gangster jetzt, oder ist der immer noch einer? Dürfte immer noch einer sein. Ja, scheiße, okay. Ich hab's gewusst, dass das nichts wird. Ich war so nah dran wieder, aber Leute. Scheiße, mein Gott. Ist der blöde Gangster jetzt da auch noch? So, den habe ich erstmal ordentlich überfahren, würde ich mal sagen. So, die Gangster sind mal los. Ja. Ja, natürlich. Bullen, ihr könnt es auch lassen, ne? Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr das lassen würdet. Sowas brauche ich jetzt echt nicht. Ich könnte ja noch woanders hinfahren, aber ich habe ein Zeitlimit. Also von daher. So, jetzt soll ich ihn legalisieren, ja. Ihr seid ja toll. Hoffentlich schaffen wir das alles dann noch. Den rechtzeitig ja noch zurückbringen, den Wagen. Das muss ich ja auch noch innerhalb des Zeitlimits schaffen. So. So, okay. Jetzt kommt ein Verein rein. Bitte, bitte beeil dich. Nicht ewig Zeit. Wie kann ich helfen? Wir müssen erstmal reparieren, dann müssen wir das Kennzeichen wechseln. Ja, Kennzeichen kaufen, dann müssen wir einmal die Farbe wechseln. Wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. Und fertig, jetzt ist es legal. Okay. Zurück zu Charlie, wieder da hoch. Ja, das könnte, es wird klappen, denke ich mal. Ich glaube, so weit war das gar nicht. Das Dumme ist, dass ich gesucht werde. Also privat, also meine Person, nicht das Auto. Aber wo ist denn das? Scheiße, Charlie ist ja wieder ganz woanders. Ah, okay, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, denke ich mal. Aber irgendwie schaffen wir das schon. So, wo ist denn der? Scheiße, ich fahre in die falsche Richtung, ne? Ja, bin in die falsche Richtung gefahren. Jetzt fahre ich richtig. Okay. Es wäre echt übel, wenn ich es jetzt noch verkacke irgendwie. Aus irgendeinem doofen Grund. Weiß nicht warum, aber
Kann ja immer mal sein, dass was ist. Bullen zum Beispiel, die sind meistens der Grund, ne? Ich meine, die sind in dem Spiel so penetrant manchmal, das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Ja, driften sollst du auch nicht jetzt, weil, ne, wir haben ein Zeitlimit, ne? Auch wenn es ein schönes Auto ist, Joe, aber du musst dich jetzt zusammenreißen und darfst nicht so rumspielen wie so ein kleines Spielkind. Sonst schaffen wir das nämlich nicht mehr. Und das wollen wir ja beide nicht, ne? Das wollen wir ja beide nicht. Also rein von der Zeit her dürft's klappen, ne? Darf halt nichts anderes schief gehen. Sowas zum Beispiel. Das ist keine gute Sache. Das ist gar nicht gut. Jetzt muss ich ihn wieder legalisieren. Oh, Scheiße. Da. Ich muss ihn legalisieren. Ja, ist ja geil. Geil. Richtig geil. Fuck, Mann. Das war echt nicht geplant. Ich hoffe, ich komme da irgendwo wieder raus. Legalisieren. Das muss jetzt schnell vonstatten gehen, sonst habe ich echt ein Problem. Fuck, Mann, ey, das sollte nicht passieren. Oh, nee, das sind Bullen. Wo ist denn jetzt die scheiß Werkstatt? Die muss doch da irgendwo sein. Oh, oh. Ich ahne Böses. Sag mal, wo ist denn der Marker? Wo fahre ich denn hin? Junge, scheiß Navi, ey, du drehst mich hier fünfmal im Kreis. Ey, das kann ich mir nicht leisten zeitlich. Das geht überhaupt nicht. Kapier das doch. Oh, nee. Scheiße. Das war auch unnötig. Das war echt unnötig jetzt. Verdammte Scheiße, jetzt wird's echt langsam knapp. Wo ist es denn? Ist es jetzt da? Ja, da ist es doch. Ja, natürlich. So, Bullen weg. Alles klar. Ich kann da rein. Okay, komm. Schneller. Scheiß Animation. Ich will dich nicht mehr sehen. Komm. Okay, Kennzeichen wechseln. Kennzeichen kaufen. Ja, dann brauchen wir erstmal eine Reparatur und dann brauchen wir noch eine neue Lackierung und dann zack. Und jetzt zurück mit der Karre und zwar ein bisschen plötzlich. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, sehe ich gerade hier. Also vom... Ne, sind wir nicht. Scheiße. Okay, wo ist das? Das ist da, also nur runter und dann rechts. Das müssen wir irgendwie schaffen, Leute. Jetzt kommt kein Unfall bauen, nix. Einfach fahren, wie ein gesitteter Mensch, keine Menschen überfahren, nix, kein Fehler machen einfach, ne? Und dann schaffen wir das auch gerade so noch. Hoffe ich zumindest. So, auf die Straße achten. Da schön vorbeifahren. Zeit nicht aus den Augen verlieren, das ist auch wichtig. Da rein. Keine Menschen platt fahren. Oh, geschafft. Jawohl. Das hätten wir. Gut. Dann schauen wir mal. Wir fahren jetzt noch zusammen in unser Apartment. Werden mich umziehen, damit ich nicht mehr gesucht werde. Beim Zuhause ist ja zum Glück direkt ein Ding. So, wo ist jetzt das? Zeig mir das mal bitte. Muss ich da lang? Oi, nicht so viel drehen hier. Tank ist noch okay. Tanken müssen wir also nicht. Das ist gut. Können wir ja auf direktem Wege nach Hause, vorher noch ins Kleidungsgeschäft. Oder eigentlich Joe kann sich ja auch daheim umziehen, da müssen wir gar nicht mehr ins Kleidungsgeschäft. Weil, ein neuer Tag und ab in die
Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Kraterbau. Verstanden. So. Beenden. Ja, jetzt muss ich erstmal die Cops abschütteln. Habe ich doch schon. Okay, so. Gehen wir da rein, ziehen uns schnell um. Und dann haben wir das auch erledigt. Wo kann sich Joe umziehen? Da. Nehmen wir mal diesen Freizeitmantel. So, dann essen wir noch schnell was. Oder saufen was, je nachdem. So, einmal speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession und versuchen uns an. Da haben wir eh nur noch die Mission hier, Waffenschieberei. Da muss ich gucken, dass ich das irgendwie packe. Also, wir sehen uns dann. Bis dann.